Tsuniji hat überhaupt nicht geschaut. Lieber. Stark. Ja, der spielt bislang wirklich einen richtig guten Ball. Das kann man nicht anders sagen. Der Däne, 12 Punkte. Schön gespielt. Bisschen Risiko dabei, aber es hat ja wunderbar funktioniert. Vor allem hat das Timing gepasst. Und vorher nochmal die Aktion. Im Fastbreak hier das schöne Give and Go. Pro Spiel aktuell. Zuletzt 5. Gegen Ludwigsburg. So, Braunschweig in Schwarz, Heidelberg in Weiß. Jasek. Ganz starker Move. Behind the back in den Dreier. Gewöhnt, gar keine Frage. Vorhin noch mal die Aktion von Erzeg. Achtung, richtig gute Fußarbeit. Ne? Der Links-Rechts-Rhythmus. Fu kommt raus. Dadurch ist der Platz da und dann räumt er ab. Stark. Dass er wieder da ist, gar keine Frage hier. Super runtergekommen. Help recover. Deeper! Oh, das hätte ich nicht gedacht. Das war so klar. Erzeg hatte das schon relativ deutlich gecallt. Fast Break. Heieiei. Okay. Kurz durchatmen insofern, dass die Auszeit genommen wird. Wir hören rein bei Jesus Ramirez. Shot Clock auf 7. Vidička. Nächster Turnover. Wahnsinn. Deeper kommt mit und legt auch den rein. 7 Punkte. 5. Turnover und dann tut es natürlich doppelt weh, wenn der Stil gelingt. Meixel mit Kessen. One leg fadeaway. One leg fadeaway. Oh. Schön gespielt. Ja. Trey Mitchell kommt für Sandana Fu. Ja, natürlich, ist ja auch klar. Also ich meine, dass Sandana Fu noch nicht fit sein kann. Könnte er schneller sein. Boah. Ja, aber da muss er am Wickel besser vorbeikommen. Und Oshuni, denn das... Wieder auf 3 ran. Kessen, boah, was ein effektiver Fake. Stark. Schön. Das haben sie schön gespielt mit Mitchell. Wunderbar. Hat das Spacing einfach zu eng war. Wunderbar. Ist natürlich auch immer Zilker gegen Meixel. Dann haben wir noch. Boah. Gut verteidigt von Dibber. Und dann wirft er weg. Wahnsinn. Zilker sagt danke. Wieder Meixel. Wieder gut verteidigt. Boah. Ja, aber der ist dann auch einfach nicht zu stoppen. Das wissen wir alle noch aus den 90ern. Lieber. Ah, kein guter Pass, gut aufgepasst. Bennigan, gut. Im dritten Viertel. Lieber, schön. Und auch dann irgendwie zu einfach aus Braunschweiger Sicht. Ein Pick. Hier nochmal. Da. Das ist zu leicht. Ne? 12 bei Braunschweig. Crockett. Mit Flanagan. Ja. Klar. Weathers. Schöner Pass. Wunderbar gespielt. Schweiger hier nochmal die Aktion vorher wunderbar auf Oshun abgelegt. Und dadurch, dass das 5. Team faul ist. Boah, wunderbare Aktion! Stark! Geil. Und dann sind es nur noch 3. Und der Stil. Geil. Wieder auf Mitchell. Hat schon gewunken. Kluka. Passt.
5 Sekunden noch. Jai. Setzt sich da durch, dank seiner Hände. Und da ist sie. Die Führung, die erste seit dem 3:0 für Braunschweig. Müssen wir unbedingt sprechen, weil wir dürfen die Gastgeber auf keinen Fall richtig heiß machen. 13 Zähler übrigens im dritten Viertel nur erzielt. Gut, super wichtig. Zilker. Wieder läuft die Shotclock runter. Und der schießt ihn rein. Ah, das hat er schon in der NBBL-Zeit bei Alba Berlin. Erzek. Zilker ist da. Legt ab. Eine Noglu. Legt ihn rein. Mit Foul. Wow. Schwierige Phase für die Gäste. Zilker. Super Bodenpass. Und dann legt er den mit rechts als Erzek. Jetzt gegen Fu. Schwierig. Gut gearbeitet von Uchu. Sehr gut. Super verteidigt von Dibber. Maxel. Baseline wäre frei. Schaltet sich für die Mitte. Kickt raus auf Dibber. Und der schießt auch den rein. Was war das denn für ein Block? Mit Crockett und Flanagan. Fällt rein. Oh, was ein Drive. Oh, war Kontakt dabei, hat aber nicht ausgereicht. Und Jai beschwert sich auch nicht. Erzek auf der anderen Seite für drei. Passt. Da kommt die Faust hinterher. Klar. Crockett schießt den rein. Schön abgelegt und wieder ist Dibber da. Dibber mit Erzek. Hervorragend. ...72-63. Und das wird es dann gewesen sein. Heidelberg gewinnt hier in Braunschweig mit 72-65 und fügt